Und hallo meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Wollt ihr wissen, was es jetzt in Anthem für Updates gibt? Was es jetzt für News gibt? Für nächste Woche ein Update? Was? Und Ladezeiten übertrieben, halbes Game lang und noch vieles mehr, Leute, erfahrt ihr auf jeden Fall in diesem Video. Also bleibt dran. Und hallo meine lieben Freunde, willkommen jetzt zum Video. Und zwar Leute, ja wie schon gesagt, Ladezeiten, Update direkt nach der ersten Woche, seitdem es draußen ist auf PS4 und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt. Und ja Leute, kommen wir jetzt erstmal zum Javelin. Und zwar Leute, zu den Javelins. Man kann ja die Javelins in, ja, Anthem richtig cool gestalten. Man hat die, kann die individuell gestalten und es sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, das Gameplay. Und man muss auch sagen, die, ja, Javelins sind auf jeden Fall sehr cool gemacht, sehr cool von der Grafik her und spielen es auch sehr gut. Auf jeden Fall zu den, ja, Javelins so an sich, an den Klassen. Und zwar, Leute, ja, die letzte Klasse schalten wir erst nach der Kampagne frei und das ist ein Makel, das wollte ich direkt am Anfang rausbringen. Und zwar, Leute, es kann es nicht sein, dass man ja das Game durchspielt und dann auf einmal kriegt man erst den Javelin. Und das wollte ich einfach nur raushauen, Leute, zum Andenken erstmal anregen, also zum Nachdenken erstmal anregen. Was ist das für ein Game? Was bringt eine, ja, eine Klasse erst nach dem Game raus? Das ist, ja, ein bisschen doof. Und, ihr Leute, kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar, Leute, die Ladezeiten in Anthem sind auch nicht so viel versprechen. Und zwar, Leute, die Ladezeiten machen so ungefähr schon fast das halbe Game aus. Und man verpasst natürlich auch viermal im Game drin. Ja, Frequenzen, zum Beispiel Anfangsfrequenz, da hängt man noch jetzt zum Beispiel drin. Ich mit meinem Internet hängt auf jeden Fall noch drin. Und zum Beispiel jemand mit einer K-Leitung kommt da boom direkt rein. Ja, also das meine ich halt. Der kommt rein, ich hänge da noch im Ladebildschirm fest und ich sitze halt dann noch hier und warte halt darauf, dass ich endlich ins Game reinkomme. Ist auf jeden Fall noch Makel, aber Leute, dazu kommt halt, dass sie es schon patchen direkt im nächsten Update und das soll Anfang März erscheinen. Aber ich sag mal so, das Update wird nicht, ich denke mal, es wird schon früher erscheinen und zwar direkt nächste Woche nach dem Release von Anthem. Und ja, diesen Freitag ist es ja soweit, Leute, Anthem wird released und es ist wirklich ein großer Hype um dieses Game. Und ja Leute, kommen wir jetzt zum Game direkt. Und zwar Leute, wurde das Game am Anfang an ersten Trailern angepriesert als, ja, Battlefield-Game im Prinzip, als ein Shooter, PvP-Shooter auch zum Teil und online, großen Online-Modus. Und ja, war auf jeden Fall schade, dass es nicht so war, dass es halt dann jetzt während, also zum Release hin, keinen PvP-Shooter gibt, keinen PvP-Teil halt gibt. Und man muss allgemein sagen, das Online, ja, das Online-Future ist so im Game zurückgeblieben schon eher. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich nur euch sagen, und zwar, wir hatten auch, sind ja auch schon DLCs angekündigt, so, dass DLCs auf jeden Fall noch erscheinen, dieses Jahr eins soll noch erscheinen, glaube. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall PvP-Teil beinhalten. Sie haben es auf jeden Fall uns versprochen, das nachzupatchen. Sie wollen sehr viel nachpatchen, wie zum Beispiel auch schon mit den Ladezeiten. Sie fangen direkt an, Ladezeiten zu verkürzen und nachzupatchen. Und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab, ey. Sie haben sich auf jeden Fall was gemerkt und ja, sie haben auch definitiv dran gedacht, ja, sowas zu ändern, ne? Leute, da ich es auch gerade im Hintergrund sehe und ihr auch seht, wir laufen ziemlich langsam durch die Stadt und das ist auch ein Feature, was sie auf jeden Fall patchen wollen. Und zwar, dass wir schnell laufen können. Aber das wird jetzt zum ersten Mal zum Release nicht so sein. Ja, ist ein bisschen schade und ja, könnte man auf jeden Fall noch verbessern. Sowas wie hier auch mit der Maske seht, Leute, soll auch noch verbessert werden. Wie gesagt, sie wollen noch sehr viel nachpatchen. Dauert aber noch sehr lange. Wie ihr es auch gerade seht, Leute, ich spiele hier gerade Anthem und das auf der PS4. What? Ja, Leute, ist ein Demo-Gameplay. Also noch nicht vom öffentlichen Game. Wie gesagt, es kommt erst diese Woche raus, diesen Freitag, besser gesagt. Für jeden, der es sich holen will, auf jeden Fall noch. Empfehlenswert ist es, wie gesagt schon, ich würde erstmal die Kampagne durchspielen, also habe ich noch nicht gesagt, aber ich würde erstmal die Kampagne durchspielen, bevor ich mir das Game dann hole, nur um PvP zu spielen, weil ich finde es schon sinnvoller, sich erstmal das Game so vom Grundgerüst auf her ja, anzugucken und durchzuspielen. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, es ist wirklich spielenswert, diese Kampagne. Ich habe es ja selber noch nicht gespielt, ich habe es nur in der Demo antesten können, aber die PC-Spieler haben es schon gespielt und da konnte man sich schon einige Gameplays reinziehen. Und da muss man sagen, die Kampagne ist auf jeden Fall sich gebenswert, ist eine coole Welt gemacht,
coole Open World. Ist eine große Open World, wie man es schon in der Beta gesehen hat, hier auch im Gameplay. Es ist wirklich fett. Fette Map. Und dazu muss ich aber auch sagen, zur Map hin. Und zwar die Lobby können wir auf jeden Fall nicht mit unseren Mates bestreiten. Das heißt im Prinzip, der Mate ist jetzt zum Beispiel, also mein Freund, der hängt jetzt schon da im Javelin fest, also hängt jetzt schon im Javelin, der will baller, baller, ballern, Kampf, Kampf, Kampf. Und ich hänge da noch am Tor rum, lies mir ein paar Nachrichten durch und mache ein bisschen mein Ding und komme dann erst zu, nachdem er schon voll angepisst ist. Aber dazu muss ich auch sagen, ja, ist halt ein bisschen doof. Und zwar, Leute, ja, wir haben halt wirklich, der eine hängt schon da solo in dem Javelin drin, der andere hängt da dann schon woanders rum drin. Und ich meine einfach nur, ist ein bisschen schade halt, dass man sich selber nicht so sieht, also dass wir uns selber nicht so sehen können in, ja, halt in der Lobby drin. Das finde ich ein bisschen schade, fand ich bei Destiny schon geiler und fand ich auch cool, dass man sich da schon sehen konnte. Das war auf jeden Fall richtig toll. Und ja, ist ein Future, was hoffentlich vielleicht noch nachgepatcht wird. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Denkstoß, Leute. Wie würdet ihr das finden? Schreibt es mal auf jeden Fall in die Comments. Und Leute, kommen wir zum nächsten. Und zwar, ja, hier seht ihr auch den Javelin, wie gesagt, schon der, den man erst nach der Kampagne freischaltet. Also ist nicht so schön, dass er erst nach der Kampagne kommt. Aber jetzt kommen wir mal zum Positiven, Leute. Und zwar, ich habe jetzt viel Negatives genannt. Jetzt kommen wir zum Positiven. Und zwar, ja, ich habe schon was Positives gesagt, und zwar, dass die Kampagne wunderschön ist. Und mit wunderschön, wie ihr es hier schon seht, das ist eine Demo. Demo ist noch nicht so gut von Grafik her und allem. Aber sie sieht schon gut aus und ich muss sagen, es wird auf jeden Fall richtig geil werden, das Game. Was ich jetzt schon so an Gameplays gesehen habe, Gameplays sind ja meistens noch ein bisschen schlechter von der Grafik her, als im Game drin dann richtig. Auf jeden Fall, es schluckt auch ordentlich FPS, das soll auch nochmal gesagt sein. Aber muss dazu sagen, es ist richtig cool, das Game, es macht richtig Bock und die Kampagne, wette ich, dann wird auch richtig cool. Ja, ich kann das jetzt schon sagen, weil ich hier die Demo durchgespielt habe und ich muss sagen, die Demo war eigentlich ziemlich cool und deswegen wird das Game wahrscheinlich auch cool werden. Natürlich war jetzt in der Demo drin schon vieles, was eigentlich gar nicht mehr im Game drin ist, aber es wird noch geil werden, das Game. Das wird noch richtig geil werden, Leute. Außerdem werde ich am Freitag live sein. Wenn ich das Game erhalten habe, werde ich am Freitagabend live sein. Wenn es aber ein bisschen später ist, dann werde ich nicht mehr live sein. Auf jeden Fall, das Game ist auf jeden Fall sich holenswert, ist cool gemacht, Grafik ist gut, Gameplay ist auf jeden Fall sehr gut, hat noch ein paar Fehler, wie zum Beispiel lange Ladezeiten, werden aber direkt gepatcht bald und ich muss sagen, das wird richtig cool werden, insgesamt das komplette Game und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall da noch richtig coole Sachen sehen. Leute, kommen wir auch zum nächsten und zwar die Waffen. Ihr seht hier, ja, die Waffen sind ein bisschen, naja, einfallslos, sag ich mal. Sie sind im Prinzip so, naja, Battlefield 4-mäßig, sag ich mal, aufgelegt. Also so reale Kriegswaffen, sag ich mal. Ich will jetzt nicht aufs Englische raus, sondern reale Kriegswaffen. Also es ist jetzt nicht so wie Laserwaffen und sowas und auch nicht so fern, sag ich mal. Also das ist ja ein bisschen mehr an Titanfall auf jeden Fall angelegt, ist aber nicht so cool wie Titanfall, sag ich mal, von den Futures her gemacht. Also da hätte ich mir dann schon so ein paar Sachen mehr gewünscht. Auf jeden Fall, Leute, ist cool geworden, ist auf jeden Fall cool das Game und ich würde wirklich euch empfehlen, das euch zu holen, wenn ihr ja einen Trupp sucht, Leute. Zu den Truppempfehlungen würde ich sagen, wie schon gesagt, der eine hängt da im Javelin rum, der andere guckt schon in der Stadt um. Sucht lieber wirklich, also versucht lieber online zu spielen mit irgendwelchen anderen, weil so, wenn ihr mit Freunden spielt, dann seid ihr oftmals, zum Beispiel, wisst ihr ja selber, wenn ihr mal ein Game zockt, wie Apex zum Beispiel, seid ihr mal angepisst, ja, und weil das das Team einfach nicht gut war jetzt in dem Badge und dann habt ihr einfach eine Niederlage kassiert und das kann euch mit Leuten, die ihr jetzt so fremd findet, nicht passieren und zwar wird da garantiert immer so zum Balancing ein high-leveligerer Mate reingetan auf jeden Fall und deswegen Leute würde ich euch einfach empfehlen schon vorab sucht euch dann wirklich öffentlich ein öffentliches Squad und die warten natürlich auf euch weil ihr sucht dann und ihr kommt in ein Squad was voll ist, fast voll zumindest. Manchmal kommt auch ein leeres, in der Demo war es so, dass man ein leeres kommt, eigentlich sollte es im Game drin nicht mehr so sein. Auf jeden Fall, ja, wie schon gesagt, Ladezeiten sind dann natürlich auch damit inbehalten, also ja, man verpasst halt vom Game halt mehr, wenn man halt diese Ladezeiten hat, aber ich hoffe mal, der kommt dann direkt nächste Woche der Patch raus, weil
Das wäre schon mal ein gutes Future, was wir auf jeden Fall uns gönnen könnten und geben könnten auf jeden Fall. Also sag mal, wenn das so 3 GB wären, nicht das komplette Game, dann würde das noch gehen, sage ich mal so. Also wir haben heutzutage Updates, die gehen bis zu 7 GB hoch, also ja. Ist auf jeden Fall cool. Leute, ich hoffe, eigentlich haben die Infos gefallen und News. Und ja, wie gesagt, Leute, Anthem Patch nächste Woche hoffentlich. Drückt die Daumen, drücken alle die Daumen, dass der Patch kommt. Wie gesagt, Leute, es gibt viele positive Sachen über dieses Game. Ich habe die Infos, die ich jetzt hier verarbeitet habe, die ich jetzt hier so grob genannt habe, zusammengefasst habe, so ein paar der wichtigsten Infos. Leute, die Infos gibt es auf jeden Fall bei GameStars auf den Kanal, deren Kanal. Die machen auf jeden Fall coole Videos, machen gute Videos und es macht eigentlich richtig Bock. Wie gesagt, Leute, gibt viele coole Sachen und Leute, noch eine Info am Ende. Und zwar, Leute, das mir gerade auffällt, und zwar, wie ihr gesehen habt, wir beide, der Mate und ich, wir sind durchgesprintet und haben auf einmal, boom, schon hier das Ende erreicht. Also wir waren schon draußen und ja, wie ihr seht, die Mates wurden einfach, ja, sozusagen zum Trupp hinzugefügt, also zum Trupp zurückreportet. Und wenn wir zum Beispiel hier die Tankklasse spielen, diese fetten Brustpanzer, ist diese fette Klasse halt, kann sich jeder vorstellen, da hängst du hinterher, dann kannst du erstmal eine Stunde warten. Und ja, es ist echt so, dass man sehr oft, habe ich auch bei GameStar jetzt gehört, und auch man sieht es auch in ein paar Gameplays, man wird sehr oft zurück zum Team geordert und das ist nicht so geil. Das ist auf jeden Fall nicht so geil, dass man halt so oft zurückgeholt werden muss und man kann gar nicht die Welt genießen und man verpasst, wie gesagt, auch schon die Ladefrequenzen. Also es ist alles nicht so geil, also da sollten die Ladefrequenzen dann schon für die Leute einzeln gelten, dann schon, nicht so fürs Team, das wäre dann schon ein geileres Future, ne? Auf jeden Fall. Und ja, Leute, kommen wir zum nächsten, und zwar ja, zum nächsten. Es gibt eigentlich jetzt nichts Neues mehr, was ich jetzt eigentlich so einfällt, was ich jetzt eigentlich auch noch hätte. Wie gesagt, Leute, das soll auf jeden Fall, habe ich vergessen zu sagen, es soll noch gepatcht werden. Es soll auf jeden Fall mit gepatcht werden mit dem nächsten Update. Das wollen sie auf jeden Fall verändern. Diese Range wollen sie auf jeden Fall vergrößern. Und das hoffe ich mal, nicht zu groß oder nicht zu klein. Also, das ist jetzt nur um 2 Meter erhöhen, das bringt es jetzt nicht. Ist auch vollkommen sinnlos. Aber so dumm werden sie auch nicht sein, sage ich mal so. Ich weiß, viel Dummes stellt ihr her. Ich weiß. Battlefront 2, siehe da. Ja. Auf jeden Fall, man kann halt viel Dummes anstellen, aber ich denke mal, so dumm sind sie jetzt nicht mehr, nachdem sie gelernt haben. Das kann man besser machen, das kann man anders machen. Ja, auf jeden Fall, Leute, hoffen wir mal, dass sie es auf jeden Fall schnell ändern und schnell hinkriegen. Und ich hoffe mal, Leute, ihr, ja, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Leute, lasst mal bitte ein Like da, lasst mal bitte ein Abo da. Und wenn ihr mal keine Infos verpassen wollt, wenn ihr weitere Anthem-Gameplays sehen wollt, weitere Anthem-News halten wollt, dann abonniert mich auf jeden Fall, Leute. Und ja, Leute, ich verlinke euch unten den deutschen Anthem-Kanal. Also ist im Prinzip nicht deutscher Anthem-Kanal. Wird von einem YouTuber gemacht, der nicht bei denen arbeitet oder so, aber der bringt halt Anthem-News aus. Und macht News von allen so zusammengefasst und hat eine gute Video, also gute Anthem-Beschreibung gemacht, und die verlinke ich euch unten natürlich mit seinem Kanal. Ich verlinke euch natürlich unten auch GameStars und das GameStar-Video. Bis dahin, Leute, viel Spaß mit Anthem. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dahin, gönnt euch mein letztes Video von Battlefront 2 Infos und Battlefront 2 Update wird auf jeden Fall legendary. Bis dann, Leute, viel Spaß und wir sehen uns dann am Freitag im Livestream. Und bis dahin, Leute, ich habe Freitag frei. Wir zocken dann wahrscheinlich gemeinsam Anthem. Bis dann, viel Spaß. Zockt schön. Ciao.